Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ja, was heute mehrfach angesprochen wurde, stimmt. Deutschland steht gut da. Und was Thomas Oppermann gesagt hat, stimmt auch. Das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist eine große Gemeinschaftsarbeit von fleißigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, von risikofreudigen Unternehmern, vor allem unserer mittelständischen Familienbetriebe in diesem Land, und einer richtigen Politik der letzten Jahre. Und für diese richtige Politik der letzten Jahre steht natürlich Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Und deshalb haben wir mit der Erklärung der Bundeskanzlerin, für weitere 4 Jahre zur Verfügung zu stehen, alle Chancen, diese gute Position für unser Land auszubauen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das wird nicht einfach werden, denn wir stehen vor großen Herausforderungen. Und den Menschen in unserem Land dies auch zu sagen, nicht sie zu belehren, sondern zu sagen, was wir an Herausforderungen sehen und was wir auch glauben, tun zu können, um diese Herausforderungen zu bestehen. Und da ist die erste große Herausforderung die demografische Entwicklung. Wir stehen nicht unmittelbar davor, sondern wir stehen mittendrin in diesem Prozess. Und es hat dramatische Konsequenzen, nicht nur für die Frage, wie viele Arbeitskräfte stehen in Zukunft in unserem Land zur Verfügung, sondern auch, welche Infrastruktur brauchen wir in den nächsten Jahren und vor allem, welche Infrastruktur können wir uns leisten, sind wir auch bereit zu leisten. Sind wir beispielsweise bereit, in unseren ländlichen Räumen, auch wenn die Zahl der Menschen dort zurückgeht, denen, die in diesen ländlichen Räumen leben, zu sagen, wir werden auch dieselbe Qualität wie in den Ballungsgebieten in den ländlichen Räumen zur Verfügung stellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir dies nicht machen, können wir das Ergebnis besichtigen in Frankreich, wo es kilometerweise ländliche Räume gibt, wo sich nichts mehr bewegt, weil genau dort der Weg nicht gegangen wurde. Deswegen brauchen wir nicht nur Geld für Kommunen, denen es schwerer geht, sondern wir brauchen Investitionen in unsere ländlichen Regionen, dass die nicht den Eindruck haben, sie werden abgehängt, wie es in Amerika der Fall gewesen ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dafür bietet dieser Haushalt auch alles. Dass die Grünen bei dieser Frage nicht klatschen, hängt damit zusammen, dass die nicht die Partei der ländlichen Räume, sondern der Universitäts- und Großstädte sind. Das ist natürlich was ganz anderes, um das mal deutlich zu machen. Aber dafür stellt ich, ja, lieber Herr Hofreiter, das ist auch wahrscheinlich der einzige Punkt, wo ich jetzt Sie attackiere, weil Sie, ich könnte jetzt auch noch sagen, Sie sind nicht mal bereit, Ihren einzigen Ministerpräsidenten zu verteidigen. Das ist mal eine schöne Truppe hier, die da sitzt. Das kann ich auch nur sagen. Aber damit will ich es bleiben lassen. Damit will ich es bleiben lassen. Und dafür bietet dieser Haushalt ja auch eine ganze Menge. Und da ist es nicht nur die Frage, die Sie richtig angesprochen haben, mit der Infrastruktur in schnelle Internetmöglichkeiten und Leitungen, sondern im ländlichen Raum sind wir auch darauf angewiesen, schnell Güter zu transportieren, die dort produziert werden und woanders hin müssen. Der ländliche Raum lebt natürlich vom schnellen Internet. Er lebt aber auch davon, dass nach wie vor Produktion in diesen Regionen stattfindet. Und dort, wo Produktion stattfindet, müssen die Güter, wenn sie nicht durch den Drucker rausfallen, irgendwo hingefahren werden. Und deswegen ist eine gute Straßen- und Eisenbahnverbindung etwas Zentrales. Und damit, da schafft dieser Haushalt die geeigneten Voraussetzungen.
Ich kann mich nicht erinnern, bin jetzt auch über 20 Jahre Mitglied in diesem Deutschen Bundestag, dass so viel Geld für Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung gestellt worden ist, wie in dieser Legislaturperiode, liebe Kollegen. Das ist eine gute Botschaft für das Land. Also, die Demografie, eine der ganz großen Herausforderungen, wo jetzt schnell Antworten fällig sind. Und zur Demografie gehört auch ein älter werdendes Land, birgt immer die Gefahr, dass Innovationen nicht mehr so ernst genommen werden. Aber auch ein älter werdendes Land kann ein modernes Land dann sein und bleiben, wenn es sich die Freude am Neuen erhält, am Entdecken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und damit dieses auch in Zukunft möglich ist und vor allem in einer immer schneller werdenden Zeit möglich ist, müssen wir uns mal ernsthaft darüber unterhalten. Ernsthaft, sage ich, nicht nur so im schnellen Vorbeireden. Welche Veränderungen müssen wir vornehmen, dass das Entdecken und die Freude am Neuen wirklich möglich wird? Ich erkenne manche bürokratische Hürde, die es den Leuten erschwert, das Neue zu entdecken und Freude am Neuen zu haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und darüber müssen wir einmal reden. Und da geht es natürlich auch darum, dass Start-up-Unternehmen die Möglichkeit erleichtert wird. Und da geht es eben nicht nur darum, dass Geld zur Verfügung gestellt wird, sondern dass Möglichkeiten geschaffen werden, ohne dass Bürokratie gleich alles so mit Mehltau belegt, dass die jungen Leute die Freude daran verlieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir sagen, die Demografie ist eine der großen Herausforderungen, dann müssen wir natürlich auch klar und deutlich sagen, dass wir einen Schwerpunkt in unserer politischen Arbeit für die junge Generation legen müssen. Ich weiß natürlich, dass wir das, was an Ansprüchen erworben wurde, auch schützen und sichern werden. Aber wenn wir jetzt in eine große Diskussion in diesen Tagen über die Frage der Zukunft unserer Sozialversicherungssysteme und auch die Frage, was geschieht bei der Rente, diskutieren, dann ist der Hinweis von Thomas Oppermann ja richtig, dass wir sowohl auf das Renteniveau achten müssen, als auch auf die Belastbarkeit der jungen Generation. Ich finde sogar, dass wir noch deutlicher machen müssen, eine alternde Gesellschaft braucht fitte junge Menschen. Und zwar nicht nur körperlich fitte, sondern mental fitte junge Menschen. Menschen, die den Eindruck haben, dass man sie unterstützt und nicht belastet, wenn sie in diesem Land bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Das gehört bei der Rentendiskussion in den Vordergrund gerückt. Und darauf werden wir auch achten. Und so richtig es ist, was wir gemacht haben, dass wir für die Pflege einiges getan haben. Nicht nur einiges, sondern eine ganze Menge getan haben. So richtig war es auch, darüber ist schon gar nicht mehr gesprochen worden, dass wir auch eine Menge für Kinder und junge Familien getan haben mit unseren Betreuungsmöglichkeiten, die wir geschaffen haben. Das Traurige an der ganzen Geschichte ist nur, dass sowohl jetzt hier bei der Betreuung, Ganztagesbetreuung, wie auch in der Schule, die Länder in vielen Bereichen nicht in der Lage waren, das anzustoßen, sondern immer der Bund, obwohl er eigentlich dafür gar nicht zuständig ist, eingreifen muss. Und da muss ich nur sagen, ich bin leidenschaftlicher Verfechter des Föderalismus. Aber dann muss der Föderalismus auch seine Aufgaben leisten, liebe Kolleginnen und Kollegen, und nicht immer nur hier im Deutschen Bundestag nach Geld rufen. Wir haben jetzt noch einmal ein Programm aufgelegt für finanziell notleidende Kommunen, wo auch in der Schulpolitik eines getan wird. Das machen wir. Aber ich habe grundsätzlich Verständnis für den baden-württembergischen Ministerpräsidenten, der sagt, wir müssen aufpassen, dass das, was föderal
getrennt worden ist zwischen Bund und Land an Kompetenzen, auch in Zukunft so erhalten bleibt. Und da kommt ja der entscheidende Punkt, Kollege Oppermann. Wir haben keinen Umverteilungsföderalismus, sondern wir haben einen Wettbewerbsföderalismus. Und der muss auch deutlich werden, wer macht seine Aufgaben besser und wer macht sie eben weniger gut. Und darin erkenne ich relativ wenig Freude an einer solchen Diskussion. Und wenn wir sagen, wir müssen gerade für die junge Generation mehr tun, ist es natürlich in der Bildung. Und da ist natürlich klar, dass wir auch entsprechende Bildungseinrichtungen haben müssen. Das können wir vom Bund unterstützen. Aber eins ist auch klar, ich sehe mit großer Sorge, wie in einigen Bundesländern die Qualität in der Schulausbildung dramatisch zurückgeht. Und da kann ich nur sagen, die Bildungspolitik von ihren Ergebnissen darf nicht Teil einer Sozialpolitik sein. Wenn wir nicht bereit sind, den Leistungsgedanken in der Bildung zu fördern, werden wir unser blaues Wunder erleben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich kann mich nur wundern, wenn hier in Berlin die Anfrage gestellt wird, Frau Schulsenatorin, sagen Sie uns doch mal, wie war denn das möglich, dass die Ergebnisse beim Abitur wieder wesentlich besser waren im letzten Jahr als im letzten Jahr? Dann sagt die Dame mit einem Lächeln auf den Lippen, das sei ganz einfach. Man habe die Anforderungen nach unten genommen. Da kann ich nur sagen, so werden wir den Wettbewerb, den immer schwerer Wettbewerb, werden den Wettbewerb in unserer Welt nicht gewinnen. Wenn wir die Besten sein wollen, mit den besten Löhnen, mit den besten Ergebnissen, dann brauchen wir auch die beste Ausbildung in unserem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das sehe ich in manchem Bundesland nicht mehr. Wenn wir unsere jungen Menschen qualifiziert ausbilden, dann brauchen sie auch, damit sie in unserem Land bleiben und zu unserem Wohlstand beitragen, qualifizierte Arbeitsplätze. Und es ist schon bemerkenswert, wie da in den einzelnen Reden über das Soziale gesprochen wurde, aber so wenig darüber, dass zunächst einmal aus der Wirtschaft heraus das erwirtschaftet werden muss, was wir nachher im sozialen Bereich einsetzen können. Und da würde ich mir schon ein bisschen mehr Verständnis auch für die Fragen und die Sorgen in der Wirtschaft wünschen. Es ist nicht nur richtig, dass wir auf das hören, was die Menschen bewegt, sondern es ist auch das richtig, dass wir auf die hören, die in der Wirtschaft Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Wir haben in dieser Legislaturperiode ein Gesetz gemacht, weniger Bürokratie mit dem schönen deutschen Grundsatz One in, One out. Wenn mehr Bürokratie durch eine Maßnahme beschlossen wird, muss sie woanders zurückgenommen werden. Wir haben jetzt noch ein paar Gesetzgebungsvorhaben vor uns, die für die Wirtschaft nicht ganz einfach sind. Und da erwarte ich dann aber auch, und darauf werden wir großen Wert legen, dass jede bürokratische zusätzliche Belastung woanders zurückgenommen wird. Wir sind nicht glaubwürdig, wenn wir so ein Gesetz machen und dann sagen, das bisschen Bürokratie nehmen wir auch noch mit. Nein, da muss nun konsequent gehandelt werden. Und ich bitte auch die Bundesregierung, uns dabei zu helfen und es nicht einfach zu verniedlichen. Und natürlich, die Bundeskanzlerin hat darauf hingewiesen, Kollege Hofreiter auch, mit unterschiedlichem Akzent, was auch bemerkenswert ist, aber nicht verwundert, dass wir natürlich große Herausforderungen auch in unserer Wirtschaft haben. Und da spielt die Automobilindustrie eine große Rolle. Und auch da dürfen wir die Dinge nicht verniedlichen. Es ist völlig unstreitig, dass die Entwicklung hin zum notwendigen Elektroauto dazu führen wird, dass die Wertschöpfung in den großen Automobilwerken auf 40% dessen zurückgehen wird, was wir bisher haben.
Das ist von Daimler-Benz so gekommen, von anderen und auch VW. Und es heißt, dass wir uns, lieber Kollege Oppermann, jetzt mal in erster Linie Gedanken darüber machen müssen, nicht wo Fachkräfte herkommen, sondern wo diejenigen, die ihren Arbeitsplatz in diesen Bereichen in Zukunft nicht mehr haben werden, Arbeitsplätze haben. Das wird mal das zentrale Thema sein. Und das erwarten die Menschen als Antwort, nicht da pauschal Zuwanderung. Im Übrigen haben wir als einzige große Wirtschaftsregion in der Welt in Europa ein unglaubliches Potenzial. Und ich würde mir wünschen, dass wir noch viel mehr, es wird schon einiges getan, aber noch viel mehr darauf legen, dass junge Menschen aus dem gesamten europäischen Raum, wo sie keine Arbeit haben, zu uns kommen und da Arbeit finden können. Dann muss ich nicht nach Asien schauen oder sonst irgendwo, um Fachkräfte für unsere Wirtschaft zu erhalten. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, und da wünsche ich mir schon, dass auch vor allem die großen Aktiengesellschaften sich ein bisschen sensibler in der Öffentlichkeit bewegen. Denn sie tragen zur Irritation, sie tragen zur Irritation in unserer Gesellschaft auch erheblich bei. Es sind nicht die Familienbetriebe, aber das, was wir in diesen Tagen bei VW erlebt haben, 23.000 Stellen streichen und den Bonus zu erhöhen für Leute, die sich wirklich darum nicht verdient gemacht haben. Und das mit Zustimmung des Aufsichtsrates, wo die Regierung von Niedersachsen drin sitzt, das ist kein gutes Beispiel für Kultur in diesem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Oder wenn ich an die Diskussion, die Wolfgang Schäuble heute Morgen mit einem Satz gesagt hat, was bei der Deutschen Bank passiert. Ich kann nur sagen, wenn dort Leute sagen, sie können den Bonus nicht zurückbezahlen, obwohl sie wirklich nicht erfolgreich waren, weil das für andere schlecht wäre, da kann ich nur den Satz von Wolfgang Schäuble wiederholen. Das hat was mit Fasnacht und Karneval, aber nicht mit ernsthaften Wirtschaften in unserem Land zu tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und lassen Sie mich zum Schluss noch einen Hinweis geben. Aber auch wir, der Deutsche Bundestag, hat noch eine Aufgabe vor sich, die Norbert Lammert angemahnt hat, völlig zu Recht. Deswegen wollen wir am Schluss nicht nur auf andere schauen, sondern auch auf uns. Und das heißt, ein Wahlrecht doch noch hinzubekommen, das den 19. und 20. Deutschen Bundestag arbeitsfähig hält. Und ich kann nur sagen, es ist nicht nur eine Frage, ob Populisten dann sagen, warum sitzen jetzt hier 750 Abgeordnete, sondern in Ausschüssen in der Größenordnung von 50 und noch mehr Kolleginnen und Kollegen ist eine sinnvolle politische, parlamentarische Arbeit nicht mehr möglich. Und deswegen unterstütze ich das, dass wir zu einem Ergebnis kommen müssen. Wir sind uns alle einig, dass da was geschehen soll. Und deswegen sage ich, wenn wir uns alle einig sind, dann sollte man auch was hinkriegen. Es ist immer schlecht, wenn man selber ein Problem hat und es nicht lösen kann und auf andere mit Fingern zeigt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen ermuntere ich alle, hier mitzumachen. Herzlichen Dank. Der Kollege Thomas Jog hat für die SPD-Fraktion das Wort.